Wobei ich hoffe, dass ich aus Franken eventuell ausfährt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Feiertage sind rum. Braten, Glöß, ganz alles Mögliche. Und jetzt wird es Zeit, da wieder ein bisschen drauf zu achten. Und deswegen gehen wir auch gleich wieder in voller Spur mal ein bisschen auf die mediterrane Küche. Und was machen wir uns heute? Wir machen uns einen schönen Lachs in Kartoffelschuppen mit einem Rucola-Gemüse. Ich habe es in einem anderen Film schon mal gesagt, Rucola ist ja nicht nur ein Salat, sondern ist auch ein Gemüse. Und es ist relativ einfach zu machen, eine kleine Handwerkskunst braucht man dazu für die Kartoffelschuppen. Aber das zeige ich euch und wenn ihr es nachmacht, dann könnt ihr es auf jeden Fall auch. Und wie immer schauen wir uns an, was wir dazu brauchen. Ich habe in dem Fall einen Lachs. Das geht mit allen Fischen, die ein bisschen fester sind. Ich habe auch heute einen gefrorenen Lachs, den habe ich aufgetaut. Kleinen Tipp dazu, wenn er aufgetaut ist, einfach eine Küchenzellerie unten drunter, auf einen Teller, ein zweite drüber, ein wenig einen Teller drüber, dass einfach die Feuchtigkeit nur ein wenig rausgeht und dann könnt ihr den super verwenden. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Fische verwenden. Kabeljau oder so wieder ein bisschen weglassen, weil der zerfällt euch ein wenig, also nehmt ein bisschen einen festeren Fisch. Lachs ist aber super geil. Ja, für die Kartoffelschuppen brauchen wir natürlich Kartoffeln. Ich habe jetzt mal zwei hingelegt, vielleicht komme ich sogar mit einer aus. Ein bisschen Thymian habe ich da. Ja, gehen wir gleich da rüber. Ein paar Oliven, Bambolino-Tomaten, ein bisschen Peperoni und eine Zucchini für das Gemüse brauchen wir. Dann habe ich hier einen Butterschmalz, ein bisschen Zucker brauchen wir. Das brauchen wir für die Tomaten und so weiter. Olivenöl, ein Rucola, wie schon erwähnt, Pfeffer, Salz, das war's. Wenig Zutaten eigentlich. Und wie wir das zubereiten, ja, das sieht ja sowieso wieder gleich. Also, viel vorzubereiten haben wir ja nicht. Also ein bisschen ansalzen tun wir das Ganze natürlich. Das dürfen wir auch gern machen, weil da kommt dann die Kartoffel drüber. Aber das werdet ihr gleich sehen. Und wegen Pfeffer dürfen wir es in dem Fall auch. Das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Da lasse ich die Kamera jetzt einfach mitlaufen, weil das geht ja relativ schnell. Pfeffern und salzen. Vergesst das mit der Zitrone, ist Quatsch. Sag ich jetzt nochmal so. Also bei anderen Dingen, ja klar, da kannst du es schon mal machen, aber hier brauchst du es echt nicht. Gut, stellen wir weg, passt. Und jetzt brauchen wir kleine Kartoffelscheiben und ihr könnt es jetzt mit dem Messer machen oder mit einem Hobel. Empfehlenswert ist natürlich so ein Trüffelhobel. Gut, den hat vielleicht jetzt nicht jeder daheim. Dann müsst ihr es halt tatsächlich mit einem Messer machen. Jetzt schauen wir mal, wie der ist. Ja, der ist gut. Ein bisschen stärker darf man noch einstellen. Und ja, wenn du es damit machst, ist einfach besser für die Kartoffelschuppen. Okay? Die machen wir uns jetzt schon mal fertig. So, also möglichst feine Scheiben. Die brauchen wir einfach für die Kartoffelschuppen. Und dann zeige ich euch jetzt gleich. Ach, der letzte Wort ist nicht. Ja, das reicht schon lang. Wie wir die Kartoffeln auf den Fisch verteilen. Und dafür brauchen wir dann, wenn es geht, ein bisschen so, wie sagt man, Backfolie. Ja, weil nicht jeder Palette zu Hause hat. Deswegen ein kleiner Trick dazu. Okay, zeige ich euch aber jetzt. So, wie ihr jetzt seht, haben wir hier ein paar Kartoffelschuppen oder so kleine Streifen draufgelegt. Und jetzt machen wir die zweite Seite und belegen die genauso mit so diesen dünnen Kartoffelscheiben. Ja, das schützt den Lachs und später, das werden wir sehen, sollen die auch dann schön kross werden. Und ja, das ist nicht schön. Und so machen wir das jetzt fertig. So, die oder den Lachs haben wir vorbereitet. Jetzt machen wir noch ein bisschen kleine Peperoni. Die brauchen wir dann fürs Gemüse, dass ihr das seht, wie wir das auch machen. Kannst du die Kerne rausnehmen? Das Schöne ist, wenn du den Anfang nimmst, brauchst du keine Kerne rausnehmen, sind nämlich keine drin. Und wo nichts drin ist, kannst du nichts rausnehmen. So einfach ist das. So, wenn Gemüse zusammenschneiden, sagt man wieder der Franke, ne? Zusammenschneiden, wisst ihr ja, 1000 Filme schon erzählt. Alle schneiden es auseinander, bloß die Franken schneiden es zusammen. Na? Also machen wir die Zucchini noch fertig und dann halbieren wir uns noch ein wenig die kleinen Bambolino-Tomaten und dann haben wir unser Gemüse auch schon vorbereitet, das geht ja ratzfatz, ne? Ich zeige jetzt bloß einmal zwei, was ich so vorhabe. Also ganz klar, da wo der Strunk ist, schneiden wir es natürlich ab, klar, und dann einfach nur halbieren
Und da macht ihr euch so viel, wie ihr wollt und ist gut. No? Also, dass ihr es gesehen habt, das machen wir. So, das war die ganze Vorbereitung. Da mache ich noch ein paar mehr. Oliven haben wir ja auch schon drauf gestickt gehabt. Ja, okay, dann können wir uns wieder am Herd sehen. So, kurze Vorbereitung. Jetzt kommen wir an den Herd. Und dann nehmen wir ein bisschen Butterschmalz. Und zwar brauchen wir das dann für die geschuppten Kartoffeln-Lachs-Gedöns. Ja? Und dann nehme ich einfach lieber Butterschmalz. Ja, wir könnten natürlich gerne auch Olivenöl nehmen. Wie ihr wollt. Und für das Gemüse letztendlich, was in der Pfanne zubereitet wird, nehme ich dann wieder gern Olivenöl. Aber wie gesagt, macht es, wie ihr es für richtig haltet. Gut. So, die Pfannen sind beide heiß. Ich hoffe, man kann es einigermaßen in der Kamera sehen. So, und ich habe das ja vorhin gesagt, ich habe das ein bisschen auf so ein, früher hat man gesagt, Butterbrotpapier oder Backpapier und so weiter, weil nicht jeder eine Palette hat, um die sauber da reingleiten zu lassen. Deswegen ist mal so ein kleiner Tipp mit so einem Butterbrotpapier, damit die Kartoffelschuppen da auch wirklich an dem Lachs bleiben, wo sie sein sollen. Ja, könnt ihr machen. Ihr könnt natürlich mit einer Palette arbeiten, die wir dann auch gleich zeigen werden. Da kommt die dann zum Einsatz. Aber so bleiben halt die Schuppen auf dem Lachs. Und ihr werdet merken, ihr tut euch einfach leichter. Okay. Und die lassen wir jetzt hier schön kross werden auf beiden Seiten. Deswegen zeige ich euch dann gleich, aber erst einmal so. Ja, kleiner Tipp. Vielleicht haben wir hier was anderes verwendbar. Okay, hier nebenbei noch jetzt Gemüse. Kommen wir jetzt runter. Heiß genug ist es auf jeden Fall. Jetzt gehen wir ein bisschen von dem Zucker rein. Lassen den leicht ankaramellisieren. Das geht relativ schnell. Deswegen müssen wir auch gleich weitermachen. Die Bambolinos da reinzugeben. Ihr merkt schon, die haben Saft und so soll es auch sein. Und dann sind auch gleich die Zucchini rein dazu, dass die auch mal ein bisschen anbräunen. Sorry, wenn ich aus der Kamera bin, aber so schlimm kann das ja nicht sein. Einfach durchschminken. Und dann lassen wir die erst einmal so mitlaufen. Genau. Ja. Dann schalten wir gleich wieder ein, wenn es weitergeht. Und könnt ihr das sehen einigermaßen? Ich meine, die Kameraeinstellung ist vielleicht jetzt nicht so optimal, aber ich mache es dann schon noch besser. Okay. Dann können wir jetzt weitergehen mit dem Rucola. Den geben wir jetzt einfach rein, weil wie gesagt, ist ein Gemüse und ein Salat. Also, ein bisschen wie? Ja, schade, das hat man früher gesagt, ne? In meiner Zeit. Okay, ein bisschen abkühlen, mehr brauchen wir nicht. Ein bisschen Salz geben wir dazu. Und dann ist unser Gemüse schon quasi fast fertig. Na? Würzt es einfach ab, ihr könnt natürlich noch Kräuter reingeben, wenn ihr wollt. Also all das, die Pepperoni dazu, fertig aus und die Oliven, alles gut. Und durchmischen und dann ist unser Gemüse fertig und dann können wir uns weiterhin um den Tisch kümmern. So, und jetzt können wir unsere Palette zum Einsatz bringen. Ne? Das ist eine Palette, ab und zu fällt sowas ab. Und versuchen den natürlich zu wenden. Und ihr habt schon gesehen, es ist gar nicht so einfach, deswegen vorher der Tipp mit dieser Backfolie, da kriegt man jetzt relativ gut hin. Okay, was wir jetzt hier mitmachen, wird trotzdem wunderbar. Ja, und dann lassen wir den auch noch auf der anderen Seite krossen und dann sehen wir uns beim Anrichten. Ja, ein schnelles Gericht, wie ich gesagt habe, versprochen habe und auch ein bisschen was. Okay, gut. Können wir ausmachen, passt. Das Ganze hat gedauert, vielleicht 8 Minuten oder so in der Richtung. Jetzt richten wir uns ein bisschen schön an, weil schön essen wollen wir ja sowieso bei Kochfantasie. Und das tun wir auch natürlich. Okay, so. Heute haben wir überlegt, wir machen das auf einer Platte. Auf einer Platte. Und da werden wir dann uns davon am Schluss am Tisch nehmen. Und es ist einfach toll, wenn ihr das so serviert.
die Leute schmeißen sich weg. Ja? Und vom Geschmack schmeißt ihr euch sowieso weg, kann ich euch jetzt schon garantieren. Dauert ein bisschen, bis ich es angerichtet habe, aber die Zeit müsst ihr euch einfach nehmen. Da kommen wir nicht drum rum. Ja? So, genau. Breit. So. Foodbild seht ihr natürlich dann gleich, ist ja klar. Ne? Heute gibt es keinen Abgesang wie an Weihnachten, sondern wir wollen ja schmal bleiben. Ne? Oder schmal werden. Okay, so, und da haben wir wieder die Palette zum Einsatz, oder die Palette im Fränkisch. Ja, aber da wollt ihr gerade raus. Ne? Genau, das machen wir nicht. Das zeige ich euch dann mal in der Kamera. Ich komme jetzt einmal gleich vor. Warte mal, da wurde mal Serviette, damit ihr das vielleicht ein bisschen seht, wie der Lachs dann glasig ist. Ja? Weil der wird natürlich geschützt, ich komme mal in die Kamera, geschützt durch die Kartoffeln. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, also nicht mein Gesicht jetzt beobachten, sondern den Lachs, der dann glasig ist, ein bisschen Eiweiß tritt aus und dann ist das alles gut. Ich hoffe, man kann es sehen und wenn nicht, ja, müssen wir es halt nachkochen. Und das ist eigentlich auch der Sinn und Zweck meiner, wie sagt man da, Community, ich kenne die Influencer, gibt es jetzt auch schon, ne? Also, da gibt es Wörter dafür, für diese ganzen YouTuber, die ich jetzt gar nicht mehr so ganz verstehen kann. Und das glaube ich, muss ich auch gar nicht, weil ihr kocht einfach, ne? So einfach ist das. So. Okay, ich mache es jetzt gleich mal fertig, seht ihr dann gleich im Foodbild. Jens von Kochfern, dass ich sage, danke, dass ihr dabei wart. Und ja, bitte. Schön, wenn ihr mir einen Kommentar unten reinschreibt. Die Voraussetzung ist natürlich, dass ihr auf YouTube angemeldet seid und dann einfach mal auf mein Logo. Das kommt, das letzte Mal habe ich auch gesagt, ich glaube da oder ich sag mal, es kommt da. Angst davon wird schon kommen. Und der klickt da drauf und habt ein kostenloses Abo. Dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn ein neuer Film drin ist. Dann könnt ihr unten in die Infobox nette Kommentare schreiben, alle anderen mögen nicht. Auch dieses Jahr machen wir so. Ich habe aber eine neue Idee nächstes Jahr, werden wir nochmal drüber reden in der nächsten Zeit. Solltet ihr persönlich mit mir in Kontakt treten wollen, was ich sehr gern habe und sehr viel und schöne E-Mails bekommen, dann ist es kochfantasie@aol.de. Könnt ihr reinschreiben. Ja, und ansonsten sage ich wie immer, kocht's noch.